Studio ist jetzt Thorsten Eisleben, Geschäftsführer der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Willkommen. Hallo. Ja, Eisleben, was halten Sie denn von der 6-Tage-Woche als Mittel gegen den Fachkräftemangel möglicherweise? Ich glaube, klar ist, dass wir es uns nicht weiter leisten können, so wenig zu arbeiten. Da ist Deutschland leider Schlusslicht. Viele andere europäische und auch Industriestaaten arbeiten deutlich mehr als wir. Mhm. Und deswegen müssen wir schon darüber rechnen, wie wir das Arbeitsvolumen ausweiten können. Ob das die 6-Tage-Woche ist oder ob das innerhalb einer 5-Tage-Woche etwas mehr Stunden sind, das kann dahingestellt bleiben. Das erstaunt aber schon ein bisschen vor dem Hintergrund, dass man eben über die 4-Tage-Woche ganz viel redet und eigentlich sagt, dass wir im Grunde genommen durch reine Erhöhung der Arbeitszeit möglicherweise nicht produktiver werden. Zumindest ist das ein Argument, ne? Ja, aber es ist schon erkennbar, dass wir immer weniger arbeiten und dadurch Arbeitsmöglichkeiten fehlen. Also jeder von uns merkt das doch, wenn er Handwerker braucht oder selbst wenn man aufs Amt geht, überall fehlen die Leute. Und deswegen müsste man etwas mehr das Arbeitsvolumen ausweiten. Beispielsweise, wenn jeder von uns, von den 46 Millionen Beschäftigten, nur eine Stunde mehr arbeiten würde, wären das dem Vollzeitäquivalent von über 1 Million Stellen würde das entsprechen. Das wäre dann schon was. Und da hätten wir auch große Probleme gelöst. Mhm. Man wundert sich auch, wenn die Griechen das können, dann ist natürlich die Frage, dann sollte das ja bei uns auch finanzierbar sein. Herr Eisleben, es gibt ja noch ein anderes wichtiges Thema, nämlich das Bürgergeld. Das steht immer wieder in der Kritik. Es kommt natürlich auch den Staat teuer zu stehen. Das ist klar, der Topf Arbeits- und Soziales ist gigantisch groß. Was halten Sie davon jetzt, so wie CSU-Landesgruppenchef Dobrindt das vorschlägt, arbeitslose Ukrainer aus diesem Topf rauszunehmen und in die Asylbewerberversorgung zu stecken? Also das Bürgergeld ist ja grundsätzlich ein Grund dafür, dass wir weniger Arbeit haben, als es sein könnte. Denn wir haben 1,6 Millionen Bürgergeldempfänger, die arbeiten könnten. Die tun es aber nicht. Das heißt, wir müssen die Anreize erhöhen. Wir haben ja Fach- und Arbeitskräftemangel und man könnte ja wenigstens einige hunderttausend davon in den Arbeitsmarkt rüberholen. Aber das Bürgergeldsystem ist falsch konstruiert. Das mit den Ukrainern ist da nur ein Teilaspekt. Ich würde es gar nicht auf die Ukrainer beschränken. Sie haben halt auch nicht den Anreiz zu arbeiten und da müsste der Staat andere Sozialsysteme oder die Sozialsysteme so reformieren, dass der Anreiz wieder da ist. Bei Ukrainern kommen noch weitere Probleme hinzu. Wenn die Kinderbetreuung nicht da ist, natürlich, dann kann man nicht arbeiten. Die Sprachbarriere. Aber es wundert schon, dass in Dänemark oder in Polen mehr als 2/3 der Ukrainer arbeitet und bei uns ist es gerade mal 1/5. Da wird natürlich dann argumentiert mit Sprachbarrieren oder anderen Dingen oder eben gerade auch mit Kinderbetreuung. Es ist aber natürlich die Frage, also SPD-Grüne sagen, dass es eben nicht so klar ableitbar ist, Anreize gleich dann eben auch mehr Leute, die in Arbeit kommen. Aber Sie sagen, das ist so. Ja, ist doch ganz klar. Wenn Sie auskömmlich zu Hause bleiben können, wieso sollten Sie dann erstmal eine Arbeit annehmen, die vielleicht Ihrer Qualifikation nicht entspricht? Wird natürlich bestritten, dass es auskömmlich sei. Ja gut, aber das ist ja verfassungsrechtliches Existenzminimum. Also davon kann man schon leben. Erst recht, wenn man vielleicht noch ein bisschen nebenher arbeitet. Das will ich jetzt niemandem unterstellen, aber das gibt es ja schon. Mhm. Aber noch einmal, in anderen Ländern gibt es die Sozialleistungen so nicht. Und da arbeiten eben deutlich mehr. Also wird es ja schon einen Zusammenhang geben. In Dänemark sprechen die Leute auch nicht viel mehr ukrainisch als hier. Das mag sein. In Polen ist es vielleicht nicht ganz so weit weg, aber gut, muss man immer wissen. Ein anderes Thema als Leben ist ja auch die Schuldenbremse. Da gibt es ja nun wirklich jetzt einen richtig handfesten Streit, also innerhalb der FDP offensichtlich, aber vor allem auch mit der SPD und innerhalb der SPD. Was würde denn ein Aussetzen der Schuldenbremse in dieser wirtschaftlich schwierigen Lage bedeuten? Na, es würde erstmal bedeuten, dass der Staat keine Prioritätensetzung mehr vornehmen muss. Dann kann einfach das Geld ausgegeben werden. Aber es wird in den nächsten Jahren sofort sich rächen, weil wir ja dann viel höhere Zinslasten haben. Also man verlagert die Probleme in die Zukunft und verschärft sie noch. Deswegen wäre ich völlig dagegen. Und es gibt auch noch genug Spielräume im Haushalt. Wir haben ja über das Bürgergeld gerade gesprochen. Es gibt auch noch weitere. Mhm. Und es ist richtig, dass wir mehr investieren müssen. Das geht aber auch mit der Schuldenbremse. Ich sehe übrigens den Streit nicht so sehr in der FDP. Ich glaube, da sind sich alle einig, sondern es ist wirklich zwischen Rot-Grün und FDP einerseits. Auch die Union will die Schuldenbremse ja noch halten. Naja, die Frage, ob man die Koalition hält oder nicht hält. Das ist die Frage, aber der Kanzler hat ja zumindest der FDP versprochen, dass er erstmal es mit der Schuldenbremse schaffen will. Das stimmt. Also das ist die Perspektive und die Ansichten der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Herzlichen Dank. Gerne.